In Kiel ist das nichts Besonderes, aber beim Semesterstart sind wir alle nachts nach der Semestereinstiegswoche in die Förde gesprungen, also ins Wasser. Das wäre Wonder Woman, weil ich aber auch die Schauspielerin Gal Gadot ziemlich cool finde. Dass ich jeden Tag ganz spannende neue Menschen, Themen und Orte kennenlernen darf und das ein großes Privileg finde in unserem Job. So viel wie ich möchte tatsächlich. Manchmal kommt es zu kurz, aber wenn man sich Mühe gibt und gut strukturiert ist, dann passt es. Das wäre Of Penguins and Cats von Katie Melua. Schuhe ausziehen. Auf jeden Fall, nee, meistens trinke ich erstmal einen Kaffee. Egal zu welcher Uhrzeit. Jeder Einzelne kann sich für Menschenrechte einbringen. Das ist das Schöne an diesem Thema. Entweder bei internationalen Organisationen, bei Nichtregierungsorganisationen, in Parteien, in Jugendverbänden. Und einfach dafür einstehen und Fragen stellen an Politiker, an die Mitmenschen vor Ort, was Menschenrechte eigentlich bedeuten. Und das macht mir auch so sehr viel Spaß an dem Thema, weil jeder eigentlich eine Meinung zu Menschenrechten hat. Ich setze mich wie die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag für ein Einwanderungsgesetz mit einem Punktesystem, wie das zum Beispiel auch Kanada oder Australien haben, ein. Und bei diesem Einwanderungsgesetz gibt es mehrere Möglichkeiten, bei uns nach Deutschland zu kommen. Und ganz wichtig ist der humanitäre Aspekt, nämlich die Möglichkeit, wenn jemand hier sich ein Leben aufgebaut hat und aber aufgrund humanitären Schutzes hierher gekommen ist, diesen Spurwechsel vollziehen zu können, wenn man hier eine Arbeit hat, wenn man hier integriert ist, seine Kinder hier zur Schule gehen, man hier eine Ausbildung macht. Diese Sache muss möglich sein. Das ist der Spurwechsel, von dem wir immer sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn die Bundesregierung das auch endlich versteht. Ich fordere einen Sanktionsmechanismus bei Menschenrechtsvergehen. Und zwar keinen, der eine ganze Gesellschaft eines Landes betrifft und trifft, sondern eben individuelle Personen, denen Menschenrechtsverletzungen zugeschrieben werden können. Und das ist etwas, was auf internationaler Ebene schon länger diskutiert wird. Und ich will sehr gerne, dass das eben auch in Deutschland auf europäischer und dann auch auf globaler Ebene funktioniert. Wir setzen uns eigentlich tagtäglich mit ganz vielen verschiedenen Einzelfällen auseinander. Besonders Russland liegt mir da am Herzen. In Tschetschenien werden nach wie vor homosexuelle Männer systematisch gefoltert. Es gibt in Brunei, das ging gerade durch die Medien, die große Debatte, ob Homosexualität unter Todesstrafe steht, ja oder nein. Es gibt immer noch mehr Länder und nur 20 Länder eigentlich weltweit, in denen LGBT-Menschen die gleichen Rechte haben wie heterosexuelle Menschen. Und diese Zahl muss zunehmen und die Diskriminierung gegenüber LGBT abnehmen. Entwicklungshilfe ist grundsätzlich etwas, was als Wort vielleicht schwierig ist. Man sollte vielleicht eher sagen Entwicklungszusammenarbeit. Aber wichtig bei diesem Thema ist, abzuwägen, wie politisch sie sein kann. Ich möchte gerne, dass es an klare Kriterien geknüpft wird. Wir als FDP fordern deswegen, eine Good Governance-Kriterium mit einzuführen bei Entwicklungszusammenarbeit, die eben nicht staatliche Vetternwirtschaft unterstützt in Ländern, die die Hilfe sehr dringend benötigen, und genau abwägt und effizient Gelder nutzt. Und wir fordern natürlich die 3Ds, Diplomacy, Development und Defense, und dafür 3% des Budgets auszugeben. Das ist etwas, was die Bundesregierung nach wie vor verschläft. Und da wäre eben auch eine nachhaltige Entwicklungspolitik mit dabei. Dorfküstenkind.